Mit dem Bus geht es hinein. Kilometer tief ins Gebirge, in die Alpen. Oben drüber der Brenner. Seit 10 Jahren wird hier bereits gegraben am längsten Eisenbahntunnel der Welt, über 50 Kilometer lang. Eine Megabaustelle, die Martin Dulich auch gerne in Sachsen hätte. Ich wünsche mir sehr, dass ich auch mal so eine Baustelle besuchen darf, und zwar in Sachsen. Ich wünsche mir sehr, dass ich eine solche Baustelle eröffnen darf, um klarzumachen, wir sind an einem Punkt in Sachsen, wo man nicht mehr zurück kann. Wir können endlich diesen Tunnel bauen, wir können diese Neubaustrecke Dresden-Prag realisieren. Dabei überragt das Projekt hier im Grenzland zwischen Italien und Österreich die Tunnelvisionen der Sachsen und Tschechen um ein Vielfaches. 8,8 Milliarden Euro kostet der Bau. In 10 Jahren soll die Strecke zwischen Innsbruck und Bozen fertig sein. 400 Züge könnten hier dann täglich rollen. Personen, aber vor allem Güterverkehr. Wir erhoffen uns nicht nur eine Verlagerung des Schwerverkehrs, eine Erhöhung der Lebensstandards und auch eine Schonung der Umwelt, sondern wir gewinnen dadurch einfach auch Kapazitäten für den Personentransport. Tausende Lkw und Züge im Minutentakt brettern derzeit täglich durch die Alpentäler. Der Brenner ein Nadelöhr vor allem für den Schienenverkehr, wie es auch das Elbtal in der sächsischen Schweiz eins ist. Doch nicht nur deshalb können die Gäste aus Tschechien und Sachsen von den Tunnelbauern hier viel lernen. Natürlich ist für uns nicht nur die Frage der Finanzierung wichtig, sondern auch, wie man sich auf solch ein Vorhaben richtig vorbereitet, was man bei der Planung so alles beachten sollte. Da können wir uns hier so einiges abschauen, viel lernen. Hier hat man auf Transparenz und Bürgerbeteiligung gesetzt. Genau das, was ich auch tun will, denn es geht da am Schluss darum, wir kriegen nur ein solches Großprojekt in Deutschland realisiert, wenn man mit Transparenz und Bürgerbeteiligung arbeitet. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass man in Deutschland keine Großprojekte mehr machen kann. Ich will das Gegenteil beweisen. Doch dafür muss Dulich nicht nur Bürger überzeugen, auch die Bundesregierung zieht noch nicht so richtig mit. Fehlt noch das endgültige grüne Licht aus Berlin. Ein paar Bilder aus dem bald längsten Eisenbahntunnel der Welt können als Argumentationshilfe da wohl nicht schaden.